Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Yo, moin, ihr Flüte und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris mit dem Valvurik. Servus und hallo. Und in unendlichen Weiten. Ja. Und unendlich, 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 unendlich. Unendlich. Was habe ich denn da eigentlich eingegeben? Nice. Der hat auch unendliche Ziele, die er gerade verfolgt. Das Konstruktionsschiff. Okay. Sehr lustige Ziele. Incoming transmission. Ändern wir das mal kurz. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Och, 40%, und er mag mir nur einen popeligen Planeten abgeben. Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Warte. Erst da noch platt machen. Dann weiter schauen. System Survey complete. Hostile Fleet engaged. Ach so. Hostile Fleet engaged. Die üblichen Meldungen zu diesem Spielstand, ne? Zum Glück nur eine kleine Wurmlochstation. Also ich weiß echt nicht, ob ich den dann gleich mal angreifen soll oder nicht, oder keine Ahnung was. Also ich habe jetzt eine 65k Flotte. Das gefallene Reich, oder was? Ich. Ja, und du möchtest das gefallene Reich attackieren? Zumindest gleich mal stören an einem oder anderen Ort. Bestimmt so mal ganz kurz kratzen. Bevor es dann BÄM geht. Du hattest ja noch dein Taschenrechner irgendwo rumliegen, oder? Rechne mal zusammen. 92.000 und 79.000, 79.000, 92.000, 86.000 und 93.000. Plus zerquetschte. Es kann nicht sein. Ich habe keine neuen Forschungen für neue Waffen mehr, und das seit einer Ewigkeit. Was zum Henker haben die, dass die technologisch und so weiter immer noch völlig überlegen sind? Das ist so. Ha. Tja. Die haben ja schon mit einem mega Startvorteil gestartet. Die haben bestimmt mit den ganzen Flotten schon gestartet. Ich kann mir ja froh sein, dass sie nicht gleich angegriffen haben. Eigentlich ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Eigentlich müssen wir voll glücklich sein. Happy, happy, happy. Because I'm happy. Hostile Fleet engaged. 19! Sag mal, Freunde, jetzt hackt's aber hier. Freundi. Kannst du übertreiben mit dem vollen Teller, also. Piu, piu, piu. Jo. Was sieht das nice aus? Situation log updated. System survey complete. Hostile fleet engaged. So, na gut, ihr alle, die unter Rontos verbündet seid, dann viel Spaß, dann werde ich euch mal attackieren. Ob das dem Papa gefallen wird, ha? Na, wir werden sehen. Ja, bleibt spannend, ne, also, oh Gott. Stärke ist erbärmlich. Sieht geil aus. Sieht aus wie Groot von Guardian of the Galaxy. Ich dieses bin Baumwesen. Groot. Da soll der zweite Teil jetzt rauskommen. Ja. Ich sehe schon Trailer. Ach, mal geil, die Trailer. I'm Groot! Nicht den Knopf. I'm Groot, nicht den Kopf!
Da freue ich mich auch schon. Fachwissen Raketenbau. Sehr schön. Braver Wissenschaftler. Gut gemacht. Wieso gefällt mir das öffentliche Wohnfahrtprogramm nicht? Das hat euch so gefallen. Das gefällt. Incoming Transmission. Oh, guck an. Ist schon mal abtreten und verlassen. Ach, das ist. Aber okay, noch nicht genug. Ja. Wir wollen noch mehr. Habt ihr schon vergessen? Wir holen viel mehr. Ich glaube, bald ist der Frieden wieder ausgelaufen mit der Erde. Wenn mich jetzt nichts täuscht. Dann wird man die gleich wieder am Sack gehen wahrscheinlich. Dass mich die nicht leiden kann, die Erde. Gar nicht nachvollziehbar. Nee. Oder wie schaut's aus? Ja genau. In einem Jahr. Oh Mann, nicht mal in einem Jahr. Die greifen sicher wieder ein, weil ich gerade am Krieg führen bin. Die machen das immer so. Die Drecksäcke. Die machen das immer so. Diese Erde. Die warten immer ab. Dann ist, gerade wieder eine andere Spezies am Werk bei denen. Und die haben wiederum ganz andere Pläne. Ja, bei den Menschen sowieso. Jedes Mal, wenn ich sie anklicke, ist das irgendwas. Oh, das ist Menschen diesmal. Diesmal sind sie Menschen. Erstaunlich erfrischend neu. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich eigentlich mit dieser komischen alter, uralter Bunker-Technologie machen soll. Feindlich. Achso, dieses, ja. Ich glaube, das haben wir verpasst. Ich habe mir nämlich mal ein Video angeschaut dazu und das soll wohl irgendeine Ereigniskette auslösen oder was. Müsste irgendeine Quest haben. Zumindest irgendwo im Situationsprotokoll. Also wenn du da nichts drin hast, dann ja, das ist wohl Geschichte. Ernsthaft, Rontos, baut sich gerade wieder eine Wurmlochstation bei uns auf. Warte, das haben wir gleich. Jetzt machen wir mal anders. Ihr fliegt daher. Die zweite Flotte fliegt daher. Und ihr fliegt dahin und dann ist in Ruhe im Gasten. Echt mal. Kann doch nicht angehen. Kann doch nicht sein. Die wollen halt wieder mit ihrem blöden Wurmlochantrieb irgendwo bei uns Fuß fassen, aber das können sie vergessen. Ihr nicht. Kommt sie nicht rein. Hostile Fleet engaged. System Survey complete. Hostile Fleet engaged. Geht kompensieren. Hostile Fleet engaged. König Soos ist tot. Hostile Fleet engaged. Welche Soße? König Soos. Soos. Der schon der zweite König. In der ersten Folge ist die Königin gestorben. Jetzt ist König Soos tot. Nein, nicht König Soos. König Soos der Erste. Tot. Forschungsgeschwindigkeit plus 10. Gleich ist es durch. Jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Alles stürzt ein. Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Aktueller Hostile Throninhaber ist Soest. König große Direktor Zier der Erste und Prinzessin Erbe ist Zier. Das heißt, okay. Männlein und Weiblein haben bei mir sowohl denselben Vornamen, als auch die Nummerierung heißt, wer zuerst kommt, hat gleich die Zahl und wer als zweites kommt, hat keine Zahl. Okay. Anomaly found.
Oh, 65% Anomalie. Vorerst in Ruhe lassen. Ja. Trau mich dann doch nicht so ganz. Warum nur? Ich kann nicht nachvollziehen. Mau. Oh, jetzt fällt mir ein, irgendjemand hat mal kommentiert vor Ewigkeiten. Jetzt! Also vor Ewigkeiten, ne, wir sind ja auch schon ziemlich im Vorhinein am Aufnehmen. dezent. Dass wenn man Planeten bombardiert, mehr Kriegsstand hat, als wenn man Planeten besetzt. Okay. Müsste ich mal anschauen, ob das wirklich so ist. System Survey complete. Ja, versuch nur zu fliegen. Komm, 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 komm. Bleib hier. Bleib hier. Achso, es kommt was rein. Achso, na dann. Wenn das Konstruktionsschiff gerade reinkommt, dann weitermachen. Kernsektorsystem plus 1, yay! Grenzreichweite plus 10%, ja nice! Immer ja damit. Das machen wir doch. Die eigentlich auch nicht mehr brauchen kann, ja eigentlich die Kreuzer werft auch raus. Sag das mal Dagobert Duck. Hast du gesehen, es gibt eine neue Auflage von DuckTales? Mhm. Na, die der Grafikstil bin ich mir noch nicht so sicher, ob der so geil ist. Es könnte cool sein. Es könnte cool sein. Also zumindest die Stimmen im Englischen sind schon ziemlich hammer gewählt worden. Mhm. Mit dem und David ganz Tennant. Ganz ehrlich, ich dachte, es ist halt einfach wirklich cool. Absolut. Das war meine Lieblingsserie damals. Eine absolute Lieblingsserie. Die Abenteuer, ja, die Gegner. Mhm. Ja, ich bin ja gespannt, ob sie, wie heißt er noch, Make Money sagt und sowas. Also. Der war der Allercoolste, der war der Allercoolste. Money sagt, mochte ich am allerliebsten. Oh, Adex erklärt einem Marion den Krieg noch immer weiter damit. Doch, lenkt euch nur ab. Gar nicht so schlecht für dich, glaube ich. Ja, vielleicht haben sie dann hier anschließend keine Lust mehr. Oh, 24k Armee. Oh, what the Scheiße, 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 Scheiße. Wir müssen hier weg. Situation Log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Okay. Hostile fleet engaged. Schnell herkommen, schnell herkommen, schnell herkommen, schnell herkommen, schnell herkommen. Schnell, 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 schnell. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich verliere gerade Flotten. Nein. Das Gute ist ja, ich habe sie so ein bisschen gelockt, die Rontos, mit ihrer Flotte. Das Schlechte ist, sie sind zu früh gekommen. Ach Gott, ich hoffe, das verlieren wir jetzt nicht, sonst könnte das doof enden. Hostile fleet engaged.
Okay, passt einigermaßen, glaube ich. Schauen wir mal. Gucken und so. Incoming Transmission. Ja, Friedensangebot, genau, vergiss es. Was? Ja. Oh. Aber sie greifen die Dingens an, das finde ich gar nicht geil. Meine Transportflotte. Wer sind denn jetzt Dingens? Die Dingens, die Rontos, greifen mich gerade an. Meine Transportflotte, auf die bin ich haglich. Nein, sie ist tot. Nein. Bam, bam, bam. You shall be remembered. Special project complete. Grab das und Hammers und so. Ach ja, so. Okay. Gut, dann kommt da wieder der 3-Sterne-Typ rein und hier wieder der 5-Sterne-Typ. Sehr gut. Ja, schön. So schön. Schön, was ist. Schön war die Zeit. System survey complete. Sorry, falls euch gerade schlecht wird, aber mein Mausrad scheint zu spinnen. Ist gerade eingerastet und sah jetzt gerade ein bisschen spackig aus. Also wie immer. Nein, Scherz. Nee. Oh shit, die gewinnen das, glaube ich. Die sind nicht schlecht unterwegs. Wir brauchen neue Schiffe. Dann kenne ich doch die Erde. Die nutzt den Moment gleich und greift uns sich an. Ich kenne euch. Ja. Habt ihr schon so oft gemacht. Ihr Dreckigen. So, was macht denn der Flottenbau? Baut so vor sich hin. Baut so vor sich hin, ja, das passt. Shit. Shit, ey, der verliert ja gar nichts. Fuck it. Na komm, zurückziehen. Situation log updated. Heiliger Shit. Forschungsschiff, auch du solltest wahrscheinlich eher abhauen. Na komm, probier's. No risk, no fun. Friedensangebot immer noch. Oder den Zuckerkahn danach noch einmal den Krieg erklären? Wenn sie draußen sind aus diesen Rontos-Wirrwarr? Oh Mann, da hat mir gerade so viel Flotten gekostet. Gemein. So fies.
Okay. Ich werde gleich etwas Gewagtes probieren. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Hast du jetzt noch mit dem gefallenen Reich Beef? Ja. Okay, und die tun aber nichts. Bisher nicht. Okay. Oh, vielleicht sind die bei einem Marion beschäftigt. Ja, aber wirklich lange wird es die auch nicht aufhalten, oder? Naja. Vor allem der Außenposten steht immer noch. Ich weiß nicht, ob die überhaupt was machen. Ja, Rontos, erklärt nur den anderen die Rivalität, das passt schon. Macht's weiter so. Wo wir gerade bei Ablenken sind. Tja. So. 32 Tage noch, dann ist das letzte Schiff fertig. Dann ist. Ja, knapp 73.000 Flotte. Na. No. System Survey complete. No. Oh. Ja. Alles klar. Ja, ich habe da nämlich noch so einen Planeten bei mir im System, den ich gerne befreien würde von der Endzeitbedrohung. Und da sind. Das ist auch so eine Neverending Story, oder? Nee, und da sind 165.000 drin. No. 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 No, 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 no. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gut sich unsere Flotte da schlagen wird. Oh, schon wieder, ey, Freunde, ey. Folgenende, oder was? Ja, sind wir auch gleich wieder so, weil wir nur 23 Minuten. Alter. Das fühlt sich echt nie danach an. Nee, ne? Ich auch so. So, jetzt könnte ich loslegen. Oh, verdammt, Folgenende. Parabim, wo ist denn das? Palim, Palim. Holen Sie eine Tube Pommes frites, oder wie geht das? Ja. Interessant, dass ich so einen Blödsinn bis heute so durchgedrungen habe. Ich hab den Joker, der versorgt mich regelmäßig mit sowas. Ah, okay. Das greift Konfi. Schauen wir mal wieder zum gefallenen Reich. Ein paar Planeten erkunden. Bevor wir da nur dumm rumstehen. Also Erde, ich bin stolz auf euch. 2 Jahre ohne Krieg? Was geht denn da ab? Habt ihr etwa keine Mannschaft mehr? Hä? Ihre Flottenstärke ist überlegen. Pff, okay. What? Na gut, weil ich ziemlich auf den Sack bekommen habe. Blasphemy. So, Folgenende. What? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und zwar was das Zeug hält. Und ja, dann macht's gut und hummel hummel, moss moss. Na Moment, jetzt sind's aber erst 24 Minuten irgendwas. 24, 55, 24, 57, 54, 58, 59, 25. Okay, damit kann ich leben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Okay.